Dann wollen wir mal hier zur Sache. Du bist stärker als das hier. Klatsch und weg. So, gefällt mir das hier schon besser. Der zweite Prototyp ist stärker. Er ist der Favorit. Was ist mit dem ersten Prototypen? Er wird den ersten entfernen. Er ist nutzlos. Der zweite ist sein Favorit. Ja, er wird den Schwachen entfernen. Aber was wird mit ihm geschehen? Hier wird keiner entfernt. Immer noch zu hier? Schauen wir nochmal. Ja, immer noch zu hier. Okay. Das heißt, wir müssen gleich wieder den Weg hier zurück an unseren etwas unsichtbaren Freund. Den müssen wir aber anscheinend nur ein bisschen zurückdrängen und uns ein bisschen Zeit erspielen. So. Dann wollen wir mal. Wo ist er? Ach, da ist er. Gut, aber wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir hier rein? Das sieht ein bisschen so aus. Nee, mein Freund, so nicht. Oh. Okay, das Ding können wir immer noch nicht benutzen. Verdammt! Darauf habe ich jetzt gehofft. Ups, nein, nicht Zeitlupe. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Na, hier auf jeden Fall nicht. Müssen wir hier nochmal runter? Ich sehe es gerade gar nicht. Aber hier ist auf jeden Fall auch falsch. Nein, das ist doch Blödsinn, hier müssen wir auch nicht hin. So, Zeitlupe ist fast weg. Oder müssen wir wieder nach oben? Weil hier ist uns alles zu. Ach, da hinten. Ah, ja. Alles klar. Jo, sorry. Ich weiß, ich bin wieder als Blindfisch unterwegs. Aber ihr kennt es ja leider schon. So. Gute Reflexe. Ich weiß, dass du das kannst. Enttäusche mich nicht. Sei nicht wie er. So. Das dritte Teil auslöschen. Hier verwandelte er uns in wahre Monster. Ja, Konzentration! Und ihr seht auch schon da hinten, da blinkt es rot, da müssen wir gleich hin. Das ist viel aber vorher... besser, als ich gehofft hatte. Nee, hier geht nix. Okay, nee, wir machen das Ding mal direkt kaputt, denn der Bildschirm ist fast komplett rot und man sieht sonst gar nichts mehr. Besser. Zielvorgabe. Wache getötet. Er ist kräftiger, als wir alle gedacht haben. Er ist gefährlich. Er ist ein Erfolg. Er ist wahnsinnig. Er wird der perfekte, übersinnliche Kommandeur werden. Was ist mit Alma? Was, wenn sie ihn findet? Betritt das Reich von Harlan Wade. Unser nächstes Ziel. Ja, da freue ich mich ja schon drauf. So, jetzt habe ich natürlich für unsere Uzi hier so komplett sinnvoll hier mindestens 100 Schuss verballert. Einfach mal aus lauter Panik, weil da irgendwas auf uns lauert. Obwohl wir es nicht besiegen können, aber wir finden hier in jedem Raum so ein leckeres Seelenband. Jam! Auch wenn es nichts bringt. Okay. Ja, wenigstens 1500 Punkte. Egal, vielleicht kommt ja noch was kurz vorm Ende. Und da hinten ist noch eins. Schauen wir gerade hier nochmal. Naja, bringt auch nichts. Ich bin mehr gespannt, was uns im Reich von Harlan Wade erwartet. Nichts Gutes auf jeden Fall. Noch ein Seelenband. Okay, das war's. Sonst haben wir hier nichts. Das heißt, wir müssen wieder... ja, wir müssen wieder hier raus. Und ich weiß, wir werden schon erwartet. So, Moment. Wieso habe ich meine Taschenlampe denn nicht an? Ohne mich! So. Weiter so. Ist nicht auseinander. Schnell rein da. Ganz schnell rein da. Ihr wart
es euch von mir losreißen zu wollen? Wow. Okay. Wir Ach du Scheiße. Vergangenheit zurechtrücken. Ja, Bruder. Das hält uns noch von unserer Mutter fern. Da hinten blinkt was Schönes. Etwas sehr, sehr Schönes. So, wir tauschen mal hier gegen dagegen. Zielvorgabe, besiege Harlan Wade und... Ach du Scheiße. Okay. Gehen wir hier in Deckung? Bringt das was? Ach, okay, wir müssen, glaube ich... Ja. Ihr habt's gesehen, da müssen wir reinschießen. Ja. Aber nicht so. Okay, machen wir das Ganze mal von vorn. Ja, Pex, ich weiß. Nur das hält uns noch von unserer Mutter fern. So, ich habe jetzt leider auch nicht wirklich viel gesehen. Okay, erstmal in Ruhe ansehen. Das werden wir auf jeden Fall wechseln. Da hinten ist noch irgendwas. Das scheinen zwei MGs zu sein, einfach nur die Standarddinger. Finde ich schon mal gut. Dann wechseln wir das als erstes. Oh Gott. Ah ja, alles klar, jetzt seh ich's. Ein bisschen aufpassen. Ja, dass der uns jetzt nicht unbedingt mit seiner Attacke hier trifft. Ja, jetzt kommt das Feuer. Ja. Oh mein Gott, okay. Okay, ich stelle mich mal wieder deppenhaft an hier, ich sehe es schon. Ja, ich sehe schon. Das hält uns noch von unserer Mutter fern. Wie kontern wir das Ganze denn dann am besten? Das ist eine gute Frage. Okay, wir werden das Ding auf jeden Fall austauschen. Also wir müssen auf jeden Fall in die Mitte ballern, das ist ja schon mal sicher. So, jetzt nicht. Ach, weiter komme ich doch gar nicht nach hinten. Okay. Autsch. Okay, das war's schon? Ach komm. Keine Muni mehr. Das ändert sich jetzt. Und da ist er schon wieder. Okay. So, komm. Zeig dich. Oh, Dreck. So, jetzt kommen gleich wieder Soldaten. Na? Ja. Ich möchte die gerne mit der Pistole erledigen. Ja, komm. Zeig dich. Verdammt. Wir müssen da genau reinballern. Dann kommt's gar nicht erst so weit. Genau. So, fix nachladen. Oh, nicht gut. Das wird... Vernichte ihn. Und war's das? Oh Gott. Was für ein hässliches Ding.
Meine Kinder, Alma, ihr solltet mein Erbe sein. Aber ihr seid alle Monster. Das war's schon? Okay. Mission beendet, Halen ist tot, Abschnitt 8. Ich dachte, Abschnitt 8 wäre der letzte Abschnitt. Und irgendwie, da fehlt noch ein bisschen was für das Ende, würde ich jetzt einfach mal glatt behaupten. Ja. War auf jeden Fall eine schöne Mission. Ich sollte sowas aber nicht unbedingt um 3 Uhr morgens aufnehmen. Kommt nicht so gut. Ja, okay, netter Bosskampf nochmal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach hier auf Fortfahren. Und schauen mal, was uns danach noch erwartet. Schließlich finden die Brüder wieder zu ihrer Mutter. Hat das Familienleben eine Zukunft oder kann es nur einen Lieblingssohn geben? Die Vergangenheit ist nicht länger im Weg. Was werden wir tun? Ich schlage dir nochmal vor, dass du alle Optionen abwägst, Bruder. Wir können unaufhaltsam werden. Wir müssen uns nur den Körper einverleihen. Mach mit! Was machst du da? Familie hat dir nie was bedeutet. Willst du weiterhin den Befehlen dieser Frau folgen oder deinen Blutsverwandten die Treue halten? Darauf habe ich gewartet, Bruder. Du hast mich schon einmal getötet. Beim zweiten Mal wird es nicht so einfach. Das verspreche ich dir. Jetzt geht's rund. Na dann los, Paxton. Nur noch du und ich. Alma hat ihre Entscheidung getroffen. Supersoldat, okay. Lieblingssohn. Na gut. Und ich habe gedacht, wir kämpfen jetzt gegen ihn. Das war wohl nix. So weit hätte es nicht kommen müssen, Bruder. Zusammen hätten wir Götter sein können. Ich weiß, dass ich es tue.
Und das war 4-3. Ich muss zugeben, ich habe vom Ende ein bisschen was anderes erwartet. Ich bin davon ausgegangen, dass wir entweder gegen Alma oder gegen Paxton oder eventuell sogar gegen beide kämpfen. Aber gut, wir haben Harlan Wade besiegt in einem doch recht nett gemachten Bosskampf. Generell fand ich diese ganzen Bosskampfgeschichten mit den Kommandeuren, auch wenn es mich teilweise hart überfordert hat, weil ich und so, ja, recht nett gemacht. Nettes Spiel auf jeden Fall. Ich habe öfters mal Comments gelesen, dass Teil 1 und Teil 2 doch deutlich gruseliger sein sollen, deutlich mehr Schockeffekte haben. Dicke Schockeffekte, ja, habe ich ja auch so ein bisschen vermisst. Ich fand diese Gruselstellen aber recht nett gemacht. Im Großmarkt, das war sehr nett. Und dann die Freaks in Abschnitt 4, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, nettes Spiel auf jeden Fall. Vielleicht nicht unbedingt die Shooter-Krone, aber dafür spiele ich einfach zu wenig Shooter, um das beurteilen zu können. Insofern, ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet beim Zusehen Spaß. Ich werde das Intro sage ich schon, ja, vor allem das Intro, die Credits und den Abspann noch ein bisschen weiter laufen lassen. Wer sich das Lied anhören möchte oder wer sich den Abspann ansehen möchte, whatever. Ich bedanke mich fürs Zusehen und vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Let's Play. Bis dann. He deserved to die.